Ja, ich mache nochmal hier einen kurzen Beitrag, um euch nochmal die Vor-Ort-Situation zu zeigen. Und eine Bitte von mir vielleicht, dass ich aus irgendwelchen Gruppen rausgenommen werde, weil es heißt irgendwie, ich würde hier koordinieren oder irgendwas auch für die Leute, die hier hinreisen wollen, die könnten bei mir Informationen kriegen. Das ist einfach zu viel, was bei mir an Telefonaten reinkommt. Also ich bin nicht dafür zuständig. Ich weiß nicht, ob die Stadt nicht mittlerweile endlich mal Telefonnummern hat, wo man sich melden kann. Viele Leute, die jetzt bei den Städten anrufen, kommen wohl nicht durch. Ich hatte schon ein paar Mal darum gebeten, dass das vielleicht mal geregelt wird. Und wie gesagt, ich muss mich hier um die ganzen Fahrzeuge kümmern, die hier ankommen. Da kann ich gerne helfen, aber ich kann jetzt nicht irgendwie einen Trockner annehmen, dem jemand spenden möchte oder sonst was. Da kommen so viele Einzelsachen an. Da haltet mich bitte raus aus der Nummer. Sonst habe ich irgendwann keine Stimme mehr. Ja, wie gesagt, so sieht es hier überall aus. Das hier ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem großen Ganzen vom Ahrtal und vielleicht andere Ecken, wo die Flutwelle lang geschossen ist. Überall ist das gleiche Gewusel mit Baumaschinen, Landmaschinen. Also wir machen sozusagen hier diese Grobarbeit. Und wenn Spezialfälle kommen, dass Bäume umgezogen werden müssen, wird es THW gefragt. THW-Jungs habe ich auch eben gesehen, die waren von oben bis unten voll mit Matsch. Die sind auch mit dabei, hier alles aus den Kellern zu holen. Das läuft alles und es ist irgendwie ein Fass ohne Boden, weil es nimmt irgendwie alles kein Ende. Und hier sind eben auch Ecken bei, wo wir noch gar nicht dran waren. Und das hier hatten wir aufgeschoben alles. Die Autos werden alle mit Abschleppdiensten weggefahren zu irgendwelchen, weiß ich nicht, Schrottplätzen. Und so habt ihr mal einen kleinen Überblick. Das ist ein Riesengewusel, was ich immer sage, und das funktioniert einfach. Hier wird auch irgendwie gar nicht kommuniziert oder irgendein Einweiser. Man fährt einfach dahin, wo man geladen wird. Und die Leute, die jetzt hier ankommen und die Räume leer machen und mit Schrubben und Putzen, gehen einfach von Haus zu Haus. Und da, wo Hilfe benötigt wird, da bleibt man dann einfach. Ja, fürs leibliche Wohl ist wohl auch sehr gut gesorgt. Also bitte keine Würstchen bringen aktuell, keine und Sachspenden, es läuft alles über. Ich weiß, das ist alles gut gemeint. Also eben rief mich auch eine Frau an, die waren wohl mit 4 Sattelzügen hier auf dem Weg hin und einen konnten sie abladen und dann war die Frage, wo denn die 3 hin können, und das sind Probleme, die kann ich von hier aus nicht lösen. Also bitte keine Sachspenden mehr, es ist im Moment genug da. Höchstens Stiefel und die Verbrauchsgüter, Handschuhe. Das würde immer helfen. Ja, in dem Sinne, vielen Dank für alle, die hier spenden und sich wirklich ein Herz nehmen. Und eben rief einer aus Österreich an, aus der Schweiz, also die sind alle aus Bern dabei, hier hinzukommen, und fragen mich dann, ob sie dann überhaupt durchkommen und eingesetzt werden. Also hier kann wirklich jede Hand gebraucht werden. Das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil hier. Das ist überall werden Leute gesucht, die in den Häusern mithelfen, und jede Hand, die kann hier einfach Gutes bewirken. Versorgung ist überall gesichert, zu trinken auch, braucht ihr alles nicht mitbringen, auch keine Schaufeln oder Besen, das ist alles hier, und Schubkarren sind auch hier, also das läuft einfach.